Ja, wie Sie sehen, eine Patrone, geil. Das Spiel ist so gnädig. Ich will meine 99 Cent von Amazon wieder. Das klingt doch alles sehr vielversprechend. Wahrscheinlich habe ich jetzt alle Viecher hier aufgeweckt. Locker. So, ich glaube, es gab nur drei Wege irgendwie. Toll, noch mit schöner Orgelmusik, ey. Willst du mich verarschen? Ach du grüne Neune. Schacke, wir haben alles aufgeweckt jetzt. Ich habe keine Kugeln mehr. Ich habe keine Kugeln mehr. Da. Ich habe keine Kugeln mehr. Das ist allgemein eine Macke. Alter, ich werf die Scheiße auf die und warum leben die noch? Bitte? Für was habe ich denn diese Scheiße? Ach, ich kann das Zeug knicken. Muni einfach wieder weg. Ach, boy. Hab Erbarmen mit dieser Scheißmusik. Lebt ihr oder ist er tot? Oh, fuck. Ich muss mehr Kugeln finden. Ich muss mehr Kugeln finden. Ah! Ey, wo kommst du denn her? Hä? Oh,
jetzt muss ich das alles wieder... Oh, fick das Spiel, weißt du? So erbärmlich jetzt hier, diese Speicherpunkte. Oh boy. Nicht verschlucken. Doch, ich habe Wasser in die Luftröhre gerade gekriegt. Wie langsam er einfach läuft. Ich hasse ihn. Hallo, Stefan. Ich habe keine Kugeln mehr. Was für eine Verschwendung einfach. So viele Eus. Ach stimmt. Ach so, das sehe ich gar nicht. Oha. Gemein. Weißt du, ganz ehrlich, ey, dieses Kampfsystem in dem Spiel ist eine Katastrophe. Ja, natürlich. Hä? What the fuck einfach? Ich habe keine Kugeln mehr. Ja, dann wechsel schneller, du Hustensack, Alter. Ja, der überlebt alles, oder was? Meine Güte. Also das Kämpfen ist echt... Weiß ich nicht. Mag ich nicht. Will ich hier hin? Das sieht schon wieder auch so kacke aus. Ja, das große Emote sehe ich Tatsache. Aber ich sehe die ganzen anderen Effekte leider nicht.
Hey, komm, was ist denn das? Ganz ehrlich, wenn ich das jetzt wieder also machen muss, ne? Meine Fresse. Was mich am meisten an ihn aufregt, der ist so verdammt lahm. Wie kann man so langsam sein? Und er wirft wie ein Spacken. Ich darf nicht speichern. Okay, dann halt nicht. Oh, wow. Nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst schon wieder. Warum? Erzähl mir, was auf dem Dachboden ist. Ich legte eine Seil um meinen Hals und dann würfte ich alles Leben auf meinen Leib. Glauben Sie denn, dass Sie gestorben sind? Ja. Ich hätte sterben sollen. Was heißt das denn? Was macht er da? Er nimmt ihn mit? Ich bin der Auslöser. Ich musste sterben, damit die Geschichte beginnt. Welche Geschichte? Was meinen Sie, Jeremy? Vor 30 Jahren. Frederick verließ sich auf meinen Tod. Das ergibt alles keinen Sinn, Jeremy. Was? Kommen Sie. Finden Sie Ihren Fokus. Ich hab alle betrogen. Hab meine Rolle nicht gespielt. Hey. Bin meinem Tod entkommen. Meinem Schicksal. Nochmal. Finden Sie Ihren Fokus. Ich bin auch da. Was zur Hölle passiert hier? Jetzt ist alles falsch. Nichts, wie es sein muss. Ich bin auch da. Ganz ruhig, Mr. Carnby. Was wollen Sie? Sie haben... Haben Sie nicht eben mit Jeremy geredet? Ich habe Jeremy heute noch nicht gesehen. Alles in Ordnung, Detective? Nein, also ich... Ich glaube nicht, also vielleicht. Ich muss gehen. Ich muss zu Jeremy. Gut. Sagen Sie, wenn Sie ihn gefunden haben. Mhm. Oh, wenn die Behandlung wie Gift ist. Ja, der Typ ist mir sehr suspekt, ey. Boah, was war ja ein Höllentrip gerade. Was für ein scheiß Ort gewesen. Jeremy rief um Hilfe, aber Carnby konnte nicht herausfinden, woher die Stimme kam. Für einen Moment fragte Carnby sich, ob das Dampfschiff selbst Jeremy war oder ob er sich irgendwie darunter befand. Aber gerade spielte das keine Rolle. Jeremys Wunsch war eindeutig. Er wollte, dass Carnby das Dampfschiff in Gang setzte und aus dem Schlamm hinaus bewegte. Mhm. Das ist alles so. Warum sind die Sachen jetzt alle so... What? Das ist ein verrücktes Spiel. Ah, Norwin, Hallöchen.
Dankeschön für dein Resub im 27. Monat. Vielen, vielen Dank. Und Hallöchen. Heute sehr edel. Ja. Ich will ja nächsten Monat cosplayen, deswegen wollte ich schon mal ein bisschen mich dran gewöhnen. Und mein Zimmer ist warm, deswegen gutes Training hier. Muss immer weg, die wöchentliche Knechterei geht wieder los. Oh nein, Dentik. Dann viel Erfolg dir. Ich mach leider auch nicht mehr so lange heute, weil ich habe ja morgen 2 Termine, sonst ist es schwierig. Ah, jetzt wird's wieder angezeigt. Okay, was machen wir denn jetzt? Ich sehe jetzt erst die 27 Monate, hab die 2 Jahre verpasst. Naja, hat ja auch anderes um die Ohren. Das ist ja nicht schlimm. Also, dass man es verpasst hat. Ich kenne diese Zahl, aber woher? Ich war das. Ich habe das geschrieben. Ich kenne die Kombination. Ich habe sie bei mir. Ich verstehe nicht, welche Kombination du meinst. Was meint er? Rede Deutsch, du. Ah. Akio-Spiel, wirklich? Das ist einfach seine Lizenznummer. Mein Gott, ey. So, muss ich jetzt die ganzen Zahlen eingeben bei dem Inselbumsel? Wahrscheinlich, ne? Ich probiere es 1. 9. Sechs. Sechs. Neun. Zwei. Ah, wow. Okay. Eine alte Münze aus der Zeit, in der Louisiana eine spanische Kolonie war. Sucht nach dem Mädchen. Detective. Ich habe durch meinen Fall viele Entdeckungen gemacht. Das Kind, nach dem wir suchen, ist sicher. Dank guter Leute wie Ihnen und mir. Wir sind uns so ähnlich. Aber Sie sehen nicht alles, was ich sehe. Wenn Sie Ihren Jeremy finden wollen, müssen Sie auch das Mädchen finden. So war es schon immer. Die Jugend rettet uns alle. Sie sollten sich mal in meinem Zimmer umsehen. Da finden Sie ein Stück des Puzzles, das Sie brauchen werden. Passen Sie auf sich auf. McCarthy. Was? Wie lange war ich wohl hier? Das ist ja sowas von seltsam hier alles. WTF. Suspectus Patronus. Sieht so aus, als hätte McCarthy da drin etwas versteckt. Warum sollte McCarthy das wegschließen? Wollte er verhindern, dass Grace das Muster vollendet? Und hätte sie dann nicht einfach ein neues Bild malen können? Ich speichere erstmal. Ich darf nicht speichern, okay. Ich glaube, meine Katze macht es nicht mehr lange. Oh nein. Wieso das denn?
hat grüne, okay, grüner Star und schon 17 Jahre alt. Mach deine Katze dann Anzeichen oder so? Aber 17 Jahre, boah, ist das heftig. Das ist ein sehr, sehr stolzes Alter. Das ist sehr krass. Was zur Hölle ist denn hier passiert? Achtung. Ja, meine Mom war beim Tierarzt. Oh Mann. Ja. Das ist immer beschissen. Ich weiß, wie schlimm sowas ist. Hab's ja auch erst durch. Sind wir jetzt bei Resi? Mhm. So gefühlt, ja. Das will, ne. Hat viel abgenommen, sieht nicht mehr so gut aus und die Augen sehen auch nicht mehr so gut aus. Oh Mann. Ja. Wenn sich das schon so langsam so Anzeichen macht, das ist scheiße. Ich fühl da sehr mit. Die Katze habe ich bekommen, da war sie 3. Oh Mann. Mann, fühlt euch ganz doll gehackt, auf jeden Fall. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so schnell passiert, aber... nochmal mein herzliches Beileid. Ich weiß, wie du dich fühlst, auch wenn meine Katze schon lange fort ist. Dankeschön. Ja, dieses Gefühl wird... Wenn man sein Tier verliert, das Gefühl wird man immer haben. Leider. Diese Lücke. Aber ich trage ihn immer bei mir. Ich habe hier nämlich diesen Anhänger mit hier. Und da ist Asche von ihm drin. Ja. Ein kleiner Trost.
Kann auch die Bilder drehen. Ich habe keine Ahnung. Boah, kein Plan. Ich kann den Charakter mit der Synchronstimme von Deadpool nicht ernst nehmen. bei meiner vor ein paar Jahren war auch schwer, sie gehen zu lassen. Aber es war das Richtige, sie hat sich nur noch gequält. Zum Glück haben wir die Möglichkeit, das Leiden unserer Tiere schnell und schmerzlos zu beenden. Ja, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich auch nie damit gerechnet, dass wir die Spritze geben müssen. Das war halt von ein paar Stunden, also von 0 auf 100. Ja. Du gehst so zu diesem Notfallklinik, so um ihm zu helfen, um dann gesagt zu bekommen, das wird nichts mehr. Das war, boah, ich bin da fast ohnmächtig geworden. Baby Chloe. Ich muss schon wieder auf Toilette. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier anordnen soll. Also ich nehme mal an, das mit dem Mädel ist richtig. Machi Pachi, was? Ich glaube, das ist auch richtig. Aber irgendwas zwischen den hier und den drei stimmt was nicht. Oh, der hat nicht. Okay, der war falsch. Was?
Ach so, ich das viel verkloppt habe. Jetzt hart macht mir allerdings viel leichter zu akzeptieren, das Leben hat seinen eigenen Plan. Ja, irgendwie muss man es ja auch akzeptieren, ne? Ja, ich habe auch Panik bei dem Spiel, weil hier so oft diese ekligen Jumpscares kommen. Du gehst durch eine Tür und auf einmal bist du in irgendeiner, weiß ich nicht, verrückten Psychose. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Ich will das nicht. Das kommt mir bekannt vor. Ja, ist ja schön, mir aber nicht. Wie kann es sein, dass ich wieder im Büro bin? Keine Ahnung. Jeremy war doch nie hier. Dogen. Schreibtischschlüssel. Ah ja. Das bin ich. Oder nicht? Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon daran arbeite, der Depression und dem Alkohol zu versinken. Damit fühlt sich einfach alles so friedlich an. Man kann langsam ins Nichts abgleiten. Wie eine schwere Decke wickelt sich eine nur zu willkommene dunkle Stimme um meinen Geist. Aber sie ist abrupt verstummt, als ich aufgewacht bin. Das Knallen meiner Bürotür hat mich geweckt. Ein Bote hat ein Telegramm von Mrs. Saunders gebracht. Sie hat eine Spur bei der Suche. Was? Warum hat der das jetzt abgebrochen? Okay. Eine von Gabriella Saunders am 25. Dezember 1928 abgeschickte Telegramm. Mein Gott, früher habe ich so viel getrunken. Wann war das nochmal genau? Und an welchem Fall habe ich gearbeitet? Oh je. Ich erinnere mich an diesen Fall. Ein Mädchen war von ihrem Vater entführt worden. Der wollte den Staat verlassen. Sein Fehler war es gewesen, ein Lieblingsgemälde seiner Frau an einen Sammler namens Thornhill zu verkaufen, um seine Reise zu finanzieren. So habe ich ihn dann gefunden. Das dachte ich jedenfalls. Okay. Okay, das mit den Faden ist ja richtig nice. Das ist nice gemacht. Das führt mich bestimmt wieder zu irgendeiner Scheiße, dass ich mich erschrecke, ne? Oh nee. Ich sag doch, das führt mich zu irgendeiner Scheiße. Erstmal dran. Uff. Oh nee, ich muss doch jetzt nicht zur Kirche, oder? Mach das, Mosi. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Thornhill war kein schlechter Kerl, aber er hatte seine Prinzipien. Und die ließen nicht zu, dass er Informationen über seine Kunden rausrückte. Ich musste also Überzeugungsarbeit leisten.
Überzeugung. Es kann eben nicht jeder Job Friede, Freude, Eierkuchen sein. Oh, Eierkuchen, geil. Oh, jetzt ist meine Munition voll los. Come on, steck dir das irgendwo rein. Wir können die Muni gebrauchen. Mr. Saunders hatte Thornhill ein wertvolles Gemälde verkauft. In der Hoffnung, es würde genug Geld bringen, um unterzutauchen. Das Gemälde ruhte jetzt auf einer Staffelei in Thornhills Schlafzimmer. Es hatte etwas Hypnotisches an sich. Es schien nach mir zu rufen. Es sagte mir, ich würde für eine wichtige Aufgabe gebraucht. Ich fühlte, wie ich in das Gemälde stürzte. Nur Thornhill war es, der mich wieder herausriss, indem er mir einen Zettel mit einer Adresse in die Hand drückte. Hotel St. George. Er wollte, dass ich verschwinde. Ich erinnere mich nicht im Geringsten. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass es passiert ist. Mit so einer Dead Space. Pass auf den Marker auf. Oh nee, bitte. Boah. Boah, nee, Hölle. Please, no. Ich hab das so gut verdrängt. Schleichen? Ich soll... Oh nee, meine liebste Aufgabe. Ich bin ja auch so gut im Schleichen. Was ist das? Ich schleiche nicht, ich töte einfach. Bei allen Body-Horror-Viechern ist immer mein erster Gedanke Dead Space. Ja, kann ich verstehen. Leider erinnert mich das auch sehr oft daran. Im Bock auf Schleichen.
Meine Waffe ist kaputt. Wie denn hören? Wie immer. Nee, davon habe ich noch nichts gehört. Von dem Spiel. Das klingt auf jeden Fall interessant. Etwas, wo ich leiden könnte. Da muss ich rein. Okay, ich gucke aber nochmal auf der anderen Seite. Vielleicht gibt es da noch was. Abgesehen von Gegnern wahrscheinlich. Oh, das Leben, sehr gut. Und noch Munition. Gut. Still wake the deep. Heißt es, die GameStar hat ein Testvideo dazu gemacht. Ich hau das mal auf Discord. Ja, mach das. Das klingt interessant. Zombie in der Ritterzeit. Okay, das klingt auch interessant. Kriegt eine Menge Munition gratis. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Hello? Kann ich eigentlich mal speichern? Oh, danke, endlich. Eigentlich wäre der perfekte Zeitpunkt, jetzt auszumachen. Weil ich muss ja leider morgen früh raus. Yeah.